So, Tag zusammen. Wir befinden uns heute im Skyline Leverkusen. Und aus gegebenem Anlass würde ich gerne kurz mal was zu unorthodoxen Mikrofonieren erzählen. Heute haben wir nämlich hier auf der Bühne einen Flügel stehen, wie wir hier sehen. Und das Ding ist, dass der Flügel geschlossen sein soll. Und da ist natürlich problematisch, jetzt kann man hier keine Stative hinstellen oder mit dem Mikrofon irgendwie in den Flügel reinkommen. Deswegen muss man die Mikrofone in den Flügel platzieren. Dafür habe ich heute eine Grenzfläche einfach mal hier hingelegt. Und das ist auch das Mikrofon, was auf die PA rausgeht. Und hier als kleine Spezialität, das ist ein Shure SM57 einfach eingewickelt in Molton, über dieses eine Schallloch gelegt. Das schicke ich direkt auf den Monitor. Warum schicke ich das SM57 auf den Monitor und nicht das Beta 91? Das liegt daran, dass das SM57 ein dynamisches Mikrofon ist und dynamische Mikrofone haben im Allgemeinen die Eigenart, weniger feedbackanfällig zu sein als Kondensatormikrofone. Das Beta 91 ist ein Kondensatormikrofon, das nimmt dann eher weiträumiger oder größer bereichig alles auf und das SM57 hat eher einen kleineren Bereich, in dem es noch Schall wirklich gut aufnimmt. Deswegen liegt es auch über dem Schallloch, weil da der Schall eben komprimiert irgendwie zusammenkommt und deswegen kriege ich das SM57 relativ laut auf den Monitor, ohne Feedbackprobleme zu bekommen. Der Sound, der da rauskommt, braucht auf jeden Fall Bearbeitung noch, weil der ist relativ mumpfig im Allgemeinen. Aber wenn man den EQt, kann man da auf jeden Fall gut mit arbeiten. Manchmal mische ich das noch mit draußen auf die Anlage drauf, weil das irgendwie halt, ich weiß nicht, für mein Gefühl immer runde Mitten noch mit dazu gibt. Und heute habe ich das auch tatsächlich gemacht. Und ein weiterer Vorteil ist, dass ich frequenztechnisch die tieferen Töne tatsächlich noch ein bisschen stärker auch auf die Anlage kriegen kann. Na gut, so viel dazu. Ich wünsche euch was.